Das normale Exit, wo führt mich das hin? Ja, das ist jetzt die Frage, ne? Wir holen uns erstmal nochmal das Leben, von dem Lakitu dann nicht zielen kann. Und dem Mario, der trotzdem reinspringt in den Lakitu, auch wenn er nicht zielen kann. Naja. Egal, ich kriege ja sowieso nochmal eine Feder. So. Ich mag die Musik von Mario. So. Mittelpunkt ignoriere ich jetzt einfach. Und hier kann man nur ein paar Münzen abgreifen mit dem P-Switch. Dafür ist der da. Für die Leute, die sich fragen, hey, wofür ist denn der P-Switch da? Weil man braucht den nicht exzessiv hier in dem Spiel noch. So, und hier kann ich, glaube ich, mit Hilfe dieses Cooper-Panzers, wenn es denn mal klappen möchte. Okay. Das war Epic Fail. Tut mir auch leid, da war ich dumm. Richtig, richtig dumm. Gib mir mein Leben wieder. Ich wollte eigentlich was zeigen. Ja. Geht mir gerade voll auf den Sack. Ich will zeigen, wie das geht. Mann. Egal, du bist so dumm, dass du mich mit dem Leben köderst, verdammt. Ganz ehrlich, wer gibt dem Feind bitte... genau, das wollte ich zeigen. Man kann nämlich klein werden. Und man kann die, wenn man Lakitu mit einem Feuerball oder einem Cooper-Panzer tötet, kann man diese Wolke hier kriegen und kann die ganze Zeit durch das Level fliegen, was ich extrem genial finde. Pilz, Blume, Feder! Danke! Ja, die Wolke hält leider nur begrenzt an. Also, oder? Nee, ich glaube, die hält sogar endlos an, wenn... oder? Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, wenn man eine Wolke so kriegen würde, dann würde sie endlos anhalten, aber die vom Lakitu hält, glaube ich, nur eine bestimmte Zeit an. Egal, ich mache mich jetzt erstmal groß mit dem Mittelpunkt. So. Jetzt habe ich den P-Switch. Ach komm, jetzt nehme ich den P-Switch einfach mit dem Ziel. Was soll es? Wenn ich jetzt auf Lakitu einfach nur drauf springen würde, dann würde ich allerdings keine Wolke kriegen, sondern würde stattdessen einfach bloß Lakitu getötet haben plus Wolke. Die Wolke verschwindet dann direkt. Okay. Und ich bin groß wenigstens am Ende. Es hat sich noch ein bisschen gelohnt. 10.000 Punkte. Und dann geht es hier nach rechts zum Wasserlevel nochmal. Noch ein Weg, der sinnlos ist. So, und hier ist das einzige Level im Wald der Illusionen, welches kein Secret Exit hat. Deswegen habe ich auch immer nur gesagt, fast jedes Level hat ein Secret Exit, weil dieses Level hat keins. Ja, und das ist halt ziemlich billig. Eigentlich ist es total langsam, wie sich die Teile hier bewegen. Aber der Bildschirmhintergrund macht so, als... also, es sieht so aus, als würde es die ganze Zeit übel schnell laufen. Naja. Illusionen. So. Da gibt es hier wieder was abzugreifen, wollte ich sagen. Und dann renne ich voll in den Cooper rein. Nämlich ein Leben. Das konnten wir auch nur... also konnten wir schon erreichen ohne diese blauen Blöcke. Aber mit den blauen Blöcken ist es halt deutlich leichter zu erreichen. So, und hier schon das Ziel. Das war's. So, ich hätte jetzt auch über das Ziel drüber gekonnt, diese drei Leben dahinter abgreifen können, aber es war mir gerade ein bisschen zu egal, weil ich meine, ich habe 97 Leben, ich krieg sowieso noch meine 99 Leben voll und die will ich... ich meine, wozu brauche ich die denn überhaupt? Das ist gar nicht nötig. So, wir kommen jetzt einen Weg aus dem Wald heraus, allerdings nicht den Weg zum fünften Schloss, sondern zu einem Minischloss. Wo wir gleich mal einen Scrolling-Part mit lustigen Stampfern haben. Naja, müssen wir uns halt durchquälen. Und da haben wir auch das erste Mal so eine Sägen, die an so einen Bändern entlang laufen. Diese Sägen sind, ja, gefährlich würde ich jetzt nicht sagen. Aber ich finde sie ganz lustig. Erinnert mich an Super Meat Boy, wobei das hier natürlich vor Super Meat Boy kam. Da, da, da. Da, 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 da.
finde. Ich finde nicht wirklich, dass diese Segen es schwerer machen. Es wäre jetzt viel schwieriger, wenn man die ganzen Knöpfe noch nicht betätigt hätte. Aber ja, selbst dann ist es eigentlich leicht zu meistern. So. Hier kurz hochrennen, Pilz abgreifen, rüberspringen. Es ist eigentlich kein schwieriges Schloss, muss man schon sagen. Die schwerste Stelle ist wirklich eigentlich die Scrolling Part, weil man vor Langeweile sterben könnte. Und ich bin dann immer so ein Spezialkandidat, der sich denkt, Langeweile muss speeden oder keine Ahnung. Und dann sterbe ich halt, weil plötzlich tot. Es ist eigentlich hier rechts hinten gewesen. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Geht's denn noch weiter? Irgendwie geht's da weiter, aber guck ich mir ein anderes Mal an. Gut. Ach nein. Jetzt muss ich den blöden Scrolling Board. Wahrscheinlich gibt's da zum Mittelpunkt. Oder so. Ich Idiot hab's. Jetzt merkt man schon, es geht mir auf den Sack, dass ich diesen Scrolling Pod nochmal machen musste. Warum habe ich das jetzt so riskiert und bin da hinten hingegangen? Vor allem, warum bin ich so scheiße geflogen? Wenn ich richtig geflogen wäre, wäre das kein Problem gewesen. Mann. Jetzt muss ich mich hier mit diesem langweiligen Scheiß nochmal durchkloppen. Seufzt. Okay. Ja, jetzt bloß nicht failen, weil normalerweise ist es eigentlich kinderleicht, das hier zu schaffen. So. Jetzt bin ich eigentlich auch schon recht sicher, da ich jetzt einen Pilz kriege. So, einmal hier rüberspringen. Seufzt. Gut, okay. Dann kriege ich halt nur noch einen Pilz und keine Blume. Quatsch, Blume. Keine Feder natürlich. So, der Boss war ja hier, also gehen wir auch diesen Weg entlang. So, sind mal wieder die Wessnors. Könnt ihr auch besiegen, ohne dass man jetzt praktisch auf diese Teile springt, aber ich finde es so halt deutlich leichter. Ist viel angenehmer, den Boss so zu besiegen. Man könnte es auch einfach machen, bevor die Brücke kaputt geht. Dass man dann so gewinnt, naja, wie es halt euch am besten gefällt. Ich mache mir den Stress nicht. So, dann haben wir den vierten Starwood-Stern-Teleporter entdeckt. Und, jo, den Starwood werde ich auch nicht betreten. Es gibt noch einen fünften. Und, ja, das ist jetzt aber der letzte, den wir eigentlich normal erreichen. Ja, nee, Quatsch, wir erreichen noch den fünften normal, also versteht mich jetzt nicht falsch. Aber das ist halt der letzte, der so fix geht. Der nächste dauert dann noch ein bisschen, bis der kommt. So. Einmal hier hoch. In diesem Level gibt es halt diese Pilze in den Blasen, das finde ich äußerst interessant irgendwie. Aber ist auch nicht wirklich lohnenswert. Ich meine, es sind ja nur Pilze. Ich finde, Pilze sind nicht gerade das Beste. Nee. Fuck. Fuck. Nichts. Gar nichts. Nichts drinne. Gefällt mir nicht so richtig. So. Ich finde das Level hier recht langweilig. Ehrlich gesagt, es ist irgendwie die ganze Zeit, oh, Blase zerplatzt. So. Und dann sind wir auch schon im Ende. Im Ziel. Und ja, das führt uns jetzt natürlich weiter, allerdings nicht dahin, wo wir hin müssen. Nanu, was ist denn das? Wir haben ja jetzt nur wieder einen Weg nach zum Geisterschloss. Es muss noch einen Secret-Ausgang geben. Und so ist es auch. Es gibt einen Secret-Ausgang in diesem Level. Und den gilt es jetzt zu finden. Wo der ist, das weiß ich schon, keine Sorge. Aber wir brauchen für diesen Secret-Ausgang mal wieder Yoshi. Das heißt, ohne Yoshi geht's, glaube ich, gar nicht. Gut, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Aber ich denke schon, dass es so war, dass man Yoshi brauchte.
Und zwar müssen wir jetzt in Richtung Ende, Ziel gehen, wie auch immer man es bezeichnen möchte. Und dann habe ich mein Yoshi verloren. Ich Idiot. Ich verlasse einmal kurz das Level. Mit Start Select übrigens, wenn man es noch nicht wusste. Ich starte natürlich blöderweise jetzt beim Mittelpunkt. Ich muss mal zurücklaufen, denn ich brauche mein Yoshi. Ohne Yoshi geht das nicht. So, wo ist mein Yoshi? Da ist nicht mein Yoshi. Immer noch nicht. Hier ist mein Yoshi. So, gib her. Sag dir, gib her und spring nicht vorbei. Ja. Lass dich halt von der Explosion treffen. Man kann zwar mit Spinjump drüber springen, aber du lässt dich von der Explosion treffen. Genau. So. Das ist doch zum Kotzen. So, scrollen wir nochmal weg, damit ich die Springboard nochmal kriege und es nicht nochmal in den Abgrund spucke. Mit einer Feder wäre das alles viel angenehmer. Naja. Was soll's. Es ist bestimmt die Strafe dafür, dass ich das Level als langweilig bet... Das ist jetzt nicht euer Ernst. Okay, ich sage nicht mehr, dass das Level langweilig ist, weil ich glaube, das Level mich dann bestrafen. Definitiv. Die blöde Blase hat mich umgebracht. Ich fasse es nicht. Gib mir den Yoshi. Irgendwie im LP habe ich absolut keinen Mario-Skill, habe ich das Gefühl. Das ist schrecklich. Privat habe ich da viel mehr. Aber nein, kaum ist die Aufnahme gestartet, ist alles weg. Alles weg. Ich krieg gerade ein zuckendes Auge. Okay. Hallo Avira. Ich weiß nicht, was ihr gerade seht, aber Avira hat mir gerade das Vollbild weggenommen und damit dafür gesorgt, dass ich jetzt gerade klein geworden bin, weil ich nichts mehr machen konnte. Ich liebe dich, Avira. Nicht. So. Jetzt gehen wir das Ganze, den ganzen Scheiß hier wirklich vorsichtig an. Ich habe keine Lust, jetzt hier nochmal meinen Yoshi zu verlieren. Gib mir meinen Yoshi, verdammt. Das ist ja wohl nicht auszuhalten. Ich sagte vorsichtig. So. Wie gesagt, ich gehe das jetzt ganz vorsichtig und langsam an. Fressen. So. Es kann ja wohl nicht angehen, dass ich hier so faile bei dem Level. Das ist echt traurig. Ich sollte mich schämen und das tue ich irgendwie auch. Okay. Ich hab's geschafft, glaube ich. Das müsste die Röhre sein, oder? Ist das die Röhre? Ja, es ist die Röhre. Ach, ich hätte Yoshi gar nicht gebraucht. Ach, das war ein anderes Level. Toll. Hihi. Ich hätte nur groß sein müssen. Hihi. Toll. Na gut. Egal. Dann habe ich mich jetzt noch mehr blamiert als nötig. Gut. Passt schon. Kein Problem. Stört mich überhaupt nicht. Nein, nein. Gut, wir gehen jetzt ins fünfte Dungeon und hier gibt es auch ein neues Feature. Dieser lustige, ja, Blockbrücke, Blockschlange, wie auch immer. Wir spielen jetzt ein bisschen Snake. Wir müssen jetzt halt auf dieser Blockschlange, die übrigens komischerweise kein Geräusch macht, warum auch immer, müssen wir jetzt... Normalerweise hat die, glaube ich, so ein ratterndes Geräusch, oder? Würde ich das heran, wenn Sägen dabei sind. Ich weiß es nicht mehr. Naja, auf jeden Fall müssen wir jetzt auf dieser Blockschlange entlang und die hat halt so ein paar Moves drauf, um uns zu nerven. Und ansonsten, ja, hilft sie uns halt praktisch durch das Level zu kommen. Und ja, wenn wir die Blockschlange abgeschlossen haben, sind wir auch schon durch, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob ich noch einen zweiten Raum abschließen muss. Das müsste es jetzt gewesen sein. Blockschlange geht hier, glaube ich, runter. Gib ihm mal den P-Switch, denn mit dem P-Switch komme ich an das Leben da oben. Allerdings fallen noch die Statuen dadurch runter und treffen mich natürlich, weil sie im Flug nochmal denken, ah, ich muss unbedingt noch einen Feuerball spucken. Gib mir die Feder.
Danke. Und noch ein Leben durch das lustige Yoshi-Coin-Gedöns. So, und das hier erinnert uns an Morten. Das ist jetzt Roy. Mit der Sonnenbrille. Und hier wurde die Schwierigkeit gemacht, dass jetzt die Wände zusammengegangen sind nach und nach. Also die werden immer enger. Ich glaube, bis zu einem bestimmten Grad. Ich weiß nicht, ob die komplett zusammengehen können. Das ist die Zusatzschwierigkeit jetzt vom Aufbau des Kampfes. Und eine neue Szene, wo wir ein Yoshi-Ei gerettet haben. Und der Zünder ist irgendwie nicht hochgegangen. Na, mal gucken. Hm? Boom. Mario found his way through the forest of illusion and has put an end to Roy Cooper of Castle Number 5. Onward to the dangerous but tasty chocolate island. Okay, Mario hat den Weg aus dem Wald der Illusionen gefunden und hat das Ende von Roy Cooper eingeleitet im 5. Schloss. Vor ihm liegt jetzt die gefährliche, aber sehr leckere Schokoladeninsel. Gut. Und das, würde ich sagen, reicht erstmal für heute. Das heißt, ich werde an dieser Stelle für heute beenden und den Rest von Super Mario World werde ich dann in der nächsten Aufnahme machen. Ob das jetzt in der nächsten Folge ist oder noch in dieser Folge, werden wir sehen. Also, dann wünsche ich euch alles Gute, bis zum nächsten Mal und tschüss.